stelle ich euch hin. Hatte auch überlegt, ob ich hier auch so einen Arm kaufe, damit ich hier dann auch immer filmen kann. Und der Küche vor allen Dingen wollte ich nochmal so einen flexiblen Arm kaufen. Aber das mache ich erst, wenn ich wieder da bin, wo ich es hin möchte. Also kann ich den immer in die Küche, ne, mit diesem Licht. Aber das mache ich erst, weil ich es hin möchte, wenn ich wieder zurück bin. So, jetzt haben wir einmal. Hier sind auch die alle. Ich sag's euch. So, das ist dreckig. Das nicht. Aber das. Also das wäre schon ganz schön, wenn ich morgen waschen könnte. So. Das sind nämlich die ganzen. Noch ein Kopftuch. Noch ein Kopftuch. Hallo? Das ist normal, oder? So, dann packen wir mal alles aus und ein hier. Mal gucken, wie das Wetter morgen wird. Ne? Ihr habt zwar jetzt hier gerade meine Brille, habe ich auch noch nicht dabei. Mal holen. Kann man eigentlich hier schon mal gleich auf. Nämlich nur noch euch an den Akku machen. So, lass mal gucken, wie das Wetter jetzt wird. Also, weil hier habe ich die Wetter-App nicht drauf von Alanya. Wetter Alanya. So. 19 Grad Regen sollen morgen sein. Niederschlag 90%. Um 8 Uhr. Sonne und Wolken und dann nur Regen. Den ganzen Tag. So, und dann wird Donnerstag, Freitag, Samstag Regen. Sonntag wird es aber bei 14 Grad wieder sonnig. Ja, und dann ist die ganze Woche sonnig. Bis ich dann fahre. Also Sonntag fängt das schöne Wetter wieder an. Dann haben wir mal 16 Grad, 14 Grad. Sonntag, Allah is in Versa. 16, 16, 17, 18, 19. Es wird immer wärmer. Wenn ich gehe, wird es warm. Menu. Und bis Samstag regnet es jetzt. Na toll. Bettwäsche kann ich auch nächste Woche waschen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ja. Wassertemperatur hatten auch einige mich gefragt. Das hatte ich heute mal gegoogelt. Wassertemperatur Alanya. Kann ich euch auch noch mal erzählen. Also im Moment sind das zwischen 25 bis 20 Grad ungefähr. Und also Wasser in Belek an der Türkei, 22 Grad im Moment in Belek zum Beispiel. Und aktuell sind es 22 Grad Wassertemperatur, steht hier. Kannst du mal sehen. Und im Juli und August können die bis 30 Grad sein, die Wassertemperaturen. Liegen in den Sommermonaten zwischen 25 und 27. Und im Moment im Januar 16 Grad, Februar 16, März 16, April 17, Mai 20. Und dann geht es nach oben und Dezember 18, November 20. Ja, so sieht's aus. Ne? Und jetzt fangen wir mal an. Ihr merkt, ich habe keinen Bock. Ist nicht richtig sauber geworden, weil ich wasche das ja immer nur im Kurzwaschprogramm und die Hose ist zu lang. Und wenn ich dann auf dem Balkon oder so damit rumlaufe oben oder auch hier, dann wird es dreckig. Ist ja doch immer mal dreckig vorne beim Eingangsbereich, weil ich zu den Hunden gehe. T-Shirt ziehe ich gleich an. Das ziehe ich gleich an. Ansonsten könnte ich mir für morgen mal schon mal was sagen. Ich kann das vielleicht morgen noch mal anziehen. Ich ziehe das morgen noch mal an. Mal gucken. Ich kann das ja sowieso nicht waschen, weil es regnet. Ne? So, ja, ich wollte die Unterhemden und die T-Shirts mal trennen. Habe ich alle zusammengelegt. Letztes Mal. Da schmeiße ich immer wieder alles durcheinander. Ne? Unterhemd ist mir jetzt zu kalt, also ich ziehe lieber T-Shirts immer an.
Aber manchmal habe ich keine mehr. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen T-Shirts von meinem Mann sind. Die haben so viele gehabt. Alle weg irgendwie. Hab ich bestimmt irgendwo im Schrank. In dem anderen Schrank. Oder hier auf der Erde irgendwie. Das kann auch sein, weil ich hatte die Sachen von meinem Mann unten hingelegt. Vielleicht liegt das da. Ich muss gucken. Der Ruck, ja. Der sieht so glatt aus von der Außenseite. Mir auch immer was noch als Hintergrund ausdenken da im Wohnzimmer, aber mir ist immer nichts eingefallen. Wollte da mal nach dem Bild gucken. Unter der Treppe haben wir ja ganz viele Bilder, ob ich da vielleicht was habe, wo keine Person und keine Tiere drauf abgebildet sind, weil das dürfen wir ja nicht. Aber ich glaube, ich habe die extra abgenommen, weil da eben Figuren zu sehen sind auf den ganzen Bildern. So, jetzt habe ich so viele Unterhemden, ne? Ich mal dahin. Mal eben gucken, ob wir da. Aber das ist so ein Gewühle da. Und man sieht jetzt da auch nichts. Ich wollte echt irgendwie so ein Hintergrundbild haben, ne? Das ist so dunkel hier. So, mal hier anmachen. Das sieht man jetzt nichts wahrscheinlich. Das Licht ist hier auch kacke. Wenn wir den Staub so da wegmachen, aber. Das mache ich morgen. Man sieht nichts. So, den da wollte ich irgendwie hier mal so hinfahren, damit ich meine Hundesachen da immer drauf tun kann. Da sieht das aber doof aus. Und hier ist es mir zu weit weg. Wenn ich das hier hinlege, sieht auch scheiße aus. Da. Sieht auch kacke aus. Nee, das sieht überall, wo ich es hinlege, doof aus. Tja. Der muss das wohl doch da bleiben. Na egal, denke ich mir nochmal was aus. So, mein Bild war schon mal gucken. Oh nee, das muss ich alles aufräumen. Also komme ich nicht ran jetzt an die Bilder. Doch hier. Was ist das für eins? Ja, das ist ein Esel drauf. Ihr seht ja gar nichts. Sorry. Ihr seht ja nichts. Hallo. Macht doch was. Ist ein Esel drauf. Schade eigentlich, den könnte ich ja wegmachen. Ein Esel, nee, da darf kein Esel drauf sein.
Wir dürfen keine Tiere und keine Menschen an die Wände hängen. Das ist nicht erlaubt im Islam. Deswegen. Ich habe da noch so ein Bild hängen, das kann ich da auch hinhängen. Aber die hier sind, glaube ich, alle nicht richtig gerade hier. Eine Kirche? Nee, eine Kirche hänge ich auch nicht hin. Die Bilder sind hier überhaupt nur, weil meine Kinder die unbedingt verkaufen wollen. Deswegen liegen die hier alle rum. Aber ob man sowas verkaufen kann, ich weiß das nicht. Also. Da muss ich aufräumen, aber nicht heute. Und dann habe ich ja noch eins hier. Guck mal. Das ist aber eine Blume. Und das ist hässlich, finde ich, fürs Wohnzimmer. Das ist alles nicht ideal, leider. Ja, und ansonsten habe ich keine Bilder, die man hier hinmachen könnte. Ne? Damit ich einen guten Hintergrund habe und damit diese Bohrlöcher da weg sind. Deswegen. Ja. Naja, mir fällt da schon irgendwann irgendwas ein. Glaube ich. Hoffe ich. Meine ich. Ich habe ja damals auch alle Deko weggeschmissen, ich Idiot, ne? Die hier war. Ich habe alles weggeschmissen, was ich nicht brauche. Ich könnte den Spiegel da hinhängen. Aber dann sieht man mich immer von hinten. Das ist ja auch irritierend, oder? Wenn ich dann aufnehme. Nee, das geht auch nicht. Und das Bild hatten wir da ja dran. Aber das sah doof aus, fand ich. Ja. Na gut. Also würde ich mal sagen, wir gehen jetzt ins Bett. Und ich wollte aber noch was machen. Das habe ich wieder vergessen. Weiß ich nicht. Mal gucken, was die Hunde machen. Die schlafen da. Ja, Pascha ist da auf dem Sessel und sie liegt auf dem Stuhl. Ja. Was wollte ich machen? Ich weiß es nicht. Meine Brille habe ich da. Was denn für ein Geräusch? Und die Rassel. Das war eben so ein Rasseln. Was war das denn? Das hat sich jetzt echt eigenartig angehört. Mein Gott. Ich weiß nicht, was das war. Gut, wo ist jetzt diese bescheuerte Mücke? Na, hallo, Mücke? Wo du sein? Die ist mit Sicherheit hier noch, weil die ist jeden Abend hier. Wenn ich das Licht anmache, ob sie dann zutage tritt. Hallo. Mücke. Ich sehe sie nicht. Aber das tue ich nie, wenn ich hier bin. Wollte ja auch noch die Fliegenklatsche suchen. Mehr habe ich auch nicht gemacht. Da oben. Guck mal, da oben ist auch irgendwas. Aber da ist auch was. Ich glaube, da ist sie nicht. Hä? Da? Nee, da ist kaputt. Die Wand kaputt. Das ist sie auch nicht.
manchmal ohne Brille. Aber die würde ich sehen, so, wenn die hier rumfliegt. Tut sie aber nicht. Die kommt dann raus, wenn ich mich ausgezogen habe, wenn ich im Bett liege und keiner Lust hat, die dann zu suchen. Dann ist sie hier und ärgert mich. Gut, mein Lieben, also es soll jetzt nicht euer Problem sein. Ihr müsst jetzt nicht mit mir diese Mücke suchen. Das werde ich alleine weitermachen. Von euch verabschiede ich mich ganz herzlich. Vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Und bis morgen, inshallah. Tschüss.